Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist der André von Think Positive, alles rund um die Hundefotografie. Und heute geht es mal wieder um Hundeporträts. Allerdings nicht draußen, sondern heute sind wir mal drin. Und zwar werde ich heute mein erstes Blitzvideo im Homestudio, im Wohnzimmer machen. Also, los geht's. Starten wir erstmal mit der Bildidee. Und zwar, wenn ich mal meinen Hocker hier beiseite nehme, dann siehst du hier diesen weißen Tisch. Und hier habe ich so ein paar trockene Gewächse vom Gassigang mitgebracht. Und dort werde ich gleich durchfotografieren. Da hinten steht eine graue Box vor dem weißen Hintergrund. Da werde ich Lotte drauf positionieren, dass ich durch diese Dinger auf Lotte drauf fotografiere. Den Hintergrund schön weiß geblitzt. Und hier mit der großen Softbox einmal von oben mit einem Grid hier noch auf Lotte. Und dann zeige ich dir mal, welches Equipment ich dafür nutze. Und zwar haben wir hier einmal, da ich keinen weiteren Stativhalter für das Ding bisher habe, weil einer steht da hinten, da muss ich mir noch mal ein zweites besorgen, ist hier der Yongnuo 560 Mark IV. Der steht da hinten auch noch mal auf der Couch, auf dem Stativ. Und den habe ich jetzt einfach auf so einem Hotshoe-Fußhalter-Adapter-Dingenskirchen hier draufgepackt. Hier auf das Sideboard, schön auf den Hintergrund ausgerichtet. Das gleiche steht dann noch mal hier hinten auf dem Sofa. So, einmal um Lotte herumlatschen. Und hier habe ich halt so einen coolen Halter, das siehst du hier vielleicht, wo der reinpasst, wo ich dann halt auch einen Bowens-Adapter dran habe, wo ich dann Softbox oder Beauty-Dish oder was auch immer reinpacken kann, dranpacken kann oder auch hier vorne einen Schirm durchstecken kann. Hier ist auch der Yongnuo 560 Mark IV drauf. Beide sind auf Viertel Power, auf Slave-Modus beide, auf 24 mm, damit sie schön weit sprayen und vorne noch Diffusorscheibe, damit das Licht auch noch mal ein bisschen streut. Slave-Modus bedeutet nichts anderes, als da oben habe ich ja meinen großen Studio-Blitz mit der großen Softbox. Und wenn der auslöst, dann kriegen die das beide durch eine Fotozelle mit und sagen, ah, unser großer Bruder hat ausgelöst, lösen wir mit aus. So, also wie gesagt, Viertel Power, manuell, 24 mm, Slave-Modus. So, wunderbar, kannst die Einstellungen sehen. So, dann stellen wir den Eumel mal wieder da hinten aufs Sofa. Und wie gesagt, beide habe ich halt so hingestellt, dass sie so schön so auf den Hintergrund ausgerichtet sind, ne? Dass der schön weiß strahlt. Und die Softbox nutze ich dafür, um Lotte anzublitzen, von oben schön. Kann ich dir auch noch mal eben zeigen, nehme ich dich mal mit. So, mal aus Lottes Sicht. So, da ist die Softbox mit einem Grid, damit das halt auch gerichteter ist, das Licht. Und hier wird dann auf dem grauen Podest dann Lotte gleich sitzen. So, wie gehe ich vor, wenn ich das Ganze mache? Ich baue erstmal alles auf, überlege mir im Kopf, wie ich das ausleuchten will. Also vorher die beiden Blitze auf den Hintergrund, das war ja klar. Und dann habe ich den großen erstmal auf ganz wenig Power gesetzt, dass der also quasi für den Hintergrund so gut wie gar nicht relevant ist. Und habe erstmal so lange meine Einstellungen gemacht, bis ich gemerkt habe, alles klar, der Hintergrund ist weiß. Ich bin ja durch die Blitzsynchronzeit bei meiner 6D leider an eine 125. gebunden, also kann nicht höher gehen, sonst kriege ich die schwarzen Streifen, weil der Verschlussvorhang dann den Blitz blockiert. Dazu kann ich aber noch mal ein extra Video machen zur Blitzsynchronzeit. Das würde jetzt heute wahrscheinlich ein bisschen den Rahmen sprengen. Habe also quasi meine Kamera erstmal auf ISO 100 gestellt, eine 125. und erstmal so auf Blende 8, 9 habe ich mal rum experimentiert. Und dann habe ich gemerkt, alles klar, die beiden so Viertel Power. Bin dann jetzt inzwischen doch bei Blende 10, weil halt der andere Blitz doch noch ein bisschen den Hintergrund mit zu hell gemacht hat. Also habe ich gesagt, Blende 10, 125. ISO 100. Somit war dann der Hintergrund schön weiß. Und dann erst habe ich die Softbox aufgebaut. Und jetzt werden wir dann halt mal Lotte positionieren und dann mal gucken, auf welche Power wir die Softbox einstellen, die große. So, den Studioblitz, den N-Flash habe ich angemacht und Testschuss gemacht und Einstellung stimmt sogar. Ich sag's dir nochmal, ein Achtel Power. Aber du musst halt sowieso sehen, wenn du dann deine Blitze hast, welche Power die haben müssen, weil jeder Blitz hat eine andere Stärke. Ein Achtel Power bei einem N-Flash ist nicht das gleiche wie ein Achtel Power bei einem Godox Studio Blitz oder whatever. Ne, da musst du dann halt gucken, welche Einstellungen für deinen Blitz die richtigen sind. Nee, Genie, du musst da mal weg. Vorsicht, da kommt jetzt Lotti. So, warte, hopp. Oh, großes Mädchen. Nee, bitte zurück sitzen. Sollst nicht auf den Tisch und bleiben. So, Frodo kriegt auch sein Leckerli, weil er so schön zuschaut. Mein
Trigger hier oben drauf, mit dem steuere ich halt den großen Blitz. Ne? Das heißt, dieses Gerät hier oben auf der Kamera, dieser kleine Nupsi, der löst die große Softbox aus. Und da die beiden rechts und links für den Hintergrund im Slave-Modus sind, feuern die beiden dann mit. So, und jetzt machen wir mal unser erstes Testbild. Lotti, guckst du mal. Ja, fein. Ich gehe noch mal ein Stückchen zurück. Lotti? So, und an dem Piepsen merkst du schon immer, dass die halt Bescheid geben, so, jo, wir sind wieder fertig. Ja, Lotte hat immer Angst, dass Genie an die Leckerlis geht, während ich sie fotografiere. Da hat sie immer wahnsinnig Bammel und Genie nähert sich schon wieder. Mal hier hin. So, ist fein. Jetzt gehe ich noch mal ein bisschen näher ran. Lotte? Lotti? Lotti? Quack. Nee, sitzen? Bist du lustig? Sehr schön. Prima. Ja, die Bilder blende ich euch natürlich ein. So, das gefällt mir schon sehr gut. So, und damit der Frodo auch noch ein bisschen was zu tun hat. Und vor allen Dingen haben wir jetzt ja, Lotte ist ja braun-weiß. Das heißt, das funktioniert super. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, wie das mit dem schwarzen Hund funktioniert. So, ist fein, super. Prima, guter Junge. Guck mal hier. Frodo? Traumhaft. Ich gehe mal ein bisschen tiefer bei Herrn Frodo. Ja, genau. Wo sind deine Ohren? Zeigst du mir den Bein? Kein Ohr? Boah, da. Frodo. Oh. Guck mal. Good boy. Komm her. Super. So. Wie ihr seht, auch mit dem schwarzen Hund funktioniert das Licht-Setup wunderbar. Was man jetzt halt noch machen könnte, wäre von oben über den Hintergrund noch einen Spot quasi auf die Härchen setzen. Aber ich denke mal, für den Anfang so ein 3-Licht-Setup, das passt schon. So, dann gehen wir mal kurz in Photoshop doch mal rein, Lightroom und Photoshop, und gucken uns die Bilder an und gucken mal, ob wir noch ein bisschen was tweaken können. So, da sind wir dann in Lightroom und ich habe auch schon mal eine Auswahl getroffen. Das sind hier so meine 5 Favoriten. Gehen wir mal ganz kurz durch, aber die ähneln sich ja doch alle sehr. Hier habe ich einmal Hochformat gemacht. Das könnte man dann nochmal beschneiden. Hier ist eins ein bisschen heller. Und das, um das soll es eigentlich gehen. Aber wir gucken uns ganz kurz nochmal das von Herrn Frodo an. Also auch wenn wir da reinzoomen, man sieht schon, da ist ordentlich Struktur im Fell. Das geht also wunderbar. Und ich habe hier oben auf dem Kopf auch so ein paar Glanzeffekte im Kopf, also auf dem Fell. Ja, ich habe manchmal auch Glanzeffekte im Kopf, genau. So. Aber dieses Bild von Lotte, das wollte ich dann bearbeiten, habe ich auch schon getan. Jetzt möchte ich dir ganz kurz zeigen, was ich da gemacht habe. Ist gar nicht so viel passiert. Die Belichtung ganz kleines bisschen angehoben, hier die Tiefen ein bisschen runtergezogen, Kontrast ein kleines bisschen angehoben, Gradationskurve, minimale S-Kurve. Also ich habe mal eigentlich nur die hellen Bereiche so ein bisschen mehr nach oben gezogen. Mehr ist da gar nicht großartig passiert. Und dann bin ich in Photoshop rein und dann schauen wir uns das mal kurz an. Die Hintergrundebene hier, die habe ich mir dupliziert, habe dann retuschiert. Und wenn Photoshop mir das jetzt mal anzeigt, jawohl, dann siehst du, wenn du mal auf die Augen achtest, dass da so Glanzeffekte drin sind. Und zwar sind das nämlich die beiden Blitze, die den Hintergrund eigentlich nur treffen sollten. Das heißt also, da musst du dann auch drauf achten, das muss ich mir auch nochmal besorgen, dass ich irgendwie so die abschwächen kann, dass die ja so nicht auf Lotte knallen. Und das habe ich dann einfach hier raus retuschiert. Dann habe ich noch ein bisschen im Fell, noch ein paar Fussel beseitigt, aber mehr ist da auch nicht passiert. Machen wir auf die gesamte Größe. Dann kurz Dodge and Burn, vorher, nachher. Dann habe ich die Augen noch mal ein bisschen heller gemacht, auch einfach mit einer Gradationskurve, die nach oben gezogen, eben eine Maske drauf, umgekehrt und dann nur die Augen reingemalt. Und dann habe ich alles nochmal mit Steuerung, Shift, Alt und E auf eine Ebene hochgezogen, das in ein Smart-Objekt konvertiert, damit ich auch jederzeit hinterher nochmal rein kann in den Camera Raw Filter. Habe einen Camera Raw Filter drüber gelegt und den schauen wir uns mal ganz kurz an, was wir da gemacht haben. Da bin ich halt bei, habe ein bisschen geschärft. Wo ist das? Hier unter Details, genau. 55 Schärfe reingeknallt. Und dann einfach noch Struktur und Klarheit ganz dezent dran. Und dann siehst du schon, dass da das Fell von Lotte doch nochmal ein bisschen mehr hervorsticht. Und wenn ich das jetzt einblende, vorher, nachher, dann sieht das doch ganz schicki aus. Und wenn ich jetzt mal die Alt-Taste drücke und hier auf die Hintergrundebene klicke, dann können wir uns das Originalbild, wie es aus Lightroom kommt, nicht aus der Kamera, sondern aus Lightroom,
Und so sieht meine Bearbeitung aus. Zoomen wir noch mal ein bisschen raus, dass man das Ganze so ein bisschen nach Ansicht sieht. Ja, und ich denke mal, da haben wir doch in relativ kurzer Zeit doch ein schickes Bild von Lotte gezaubert im Wohnzimmer. So, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Und wenn du Dodge & Burn oder Bildbearbeitung noch ein bisschen genauer kennenlernen willst, dann schau dir dieses Video unbedingt von mir an. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis nächste Woche, dein André. So long, ciao, ciao.